Das ist keine Aqiqa, keine Saba. Wir sind hier in einer Masjid. Ein Haus Allahs. Ein Haus Allahs bedeutet, dieser Raum ist über unseren Kopf. Und das Benehmen in diesem Raum ist vorbildlich. Hier sind wir nichts. Wir sind hier kein Vater. Wir sind hier kein Sohn. Wir sind hier kein Rapper. Wir sind hier kein Influencer. Hier sind wir nur ein Abdallah und eine Amatullah. Nur ein Diener Allahs und nur eine Dienerin Allahs. Hier bist du nichts außer das. Und ich bitte euch auch, gewisse Angelegenheiten zu respektieren. Wie? Nicht dazwischen zu reden. Packt eure Handys weg. Macht aus. Hört einfach nur zu. Das ist wichtiger. Internet ist draußen. Hier ist nur Bruder Akhira. Dunya draußen. Hier ist nur Al-Akhira. Des Weiteren wollte ich sagen, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen schönsten Namen und Eigenschaften. Biarhamika ya arhamu rahimin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, deine Barmherzigkeit überwiegt dein Zorn, ja Rabb. Ich bitte dich, mein König, lass unsere Sünden nicht ein Hindernis sein, dass du unsere Bittgebete nicht annimmst. Befreie die Muslimin in Gaza. Hilf den Muslimin in Gaza. Schicke Recht auf Unrecht herab, mein König. Schicke Schutz auf Gefahr herab, ja Rabb. Schicke Erleichterung für die Muslime auf der ganzen Welt, mein König. Mach unsere Herzen nah zueinander, mein König. Nimm uns die Angst aus der Herzen vor Dunya. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erfolgreich machen auf der Dunya und noch erfolgreicher an Yawm al-Akhir. Allahumma amin. Es wird überliefert, Abdullah ibn Suhair, radiallahu anhu, geht in das Haus des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er geht rein und als er in das Haus des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, reingeht, hört er ein Brodel. Er sagte, wie ein Kochtopf. Wenn man einen Topf für Nudeln oder für Suppe kochen lässt und dann brodelt das, diese Brrrr. Er sagte, wie ein Summen. Es klang durch den ganzen Raum des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und ich suchte und ich guckte, woher kommt dieser Ton? Und ich schaute zur Ecke und ich sah, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, war an der Ecke betend. So näherte ich mich zu ihm. Und dieser Ton wurde immer lauter und lauter und lauter. Und dann habe ich bemerkt, wie der Bart des Propheten nass wurde. Sallallahu alaihi wasallam. Ein großer, breiter Mann mit Haaren bis zur Schulter. Sein Bart ging bis zur Brust breit. Die Sahaba sagten, wenn er vorgebetet hat, haben wir den Bart von hinten des Gesandten gesehen, wie er wackelt. Ein schönes Gesicht. Abdullah ibn Mas'ud sagt, eins war ich nachts draußen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand vor mir. Und dann guckte ich zum Vollmond. Und ich sah in das Gesicht des Gesandten. Und dann guckte ich wieder zum Vollmond. Und dann sah ich wieder in sein Gesicht. Und dann sagte er, Wallahi, das Gesicht des Gesandten war viel, viel schöner als der Mond. Und dieser Mann stand da im Gebet und er weinte, dass sein Bart nass wurde. Wie viel muss ein Mann weinen? Größere Frage, warum weint er so viel? Warum weint ein Mann so viel, dass sein Bart nass wurde? Sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, sein Gewand war nass. Sein Gewand war nass und der Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte weiße Kleidung. Er liebte weiße Kleidung. Sein Bart war nass, sein Gewand war nass. Er sagte, ich schaute auf den Boden und sah, der Boden war nass. Warum? Für wen weinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Warum diese Sorgen? Weil wenn ein erwachsener Mann so viel weint, weint er aus Kummer. Er weint nicht aus Freude so viel. Er weint aus Kummer. Er weint aus Sorge. Warum? Für dich und für mich. Weil er wusste, wie kaputt wir heute sein werden. Wallah. Er, sallallahu alaihi wasallam, wusste, dass seine Ummah so kaputt gehen wird. Und wallahi, wir sind kaputt, liebe Geschwister. Wallahi, wir sind kaputt. Und ich will nicht immer meckern. Einer sagte, Abdelhamid, du meckerst immer über die Ummah. Wie soll ich denn nicht über die Ummah meckern? Lieber Bruder, lieber Schwester. Wie?
Gestern war Samstag, richtig? Geh mal, 20, 21 Uhr, Tyson Fury hat geboxt. Wie voll waren die Cafés? Wie voll waren die Cafés? Was ist mit der Masjid passiert? Wallah, die Masjid, die Reihen sind leer. Eins ging ich in die Masjid von meinem früheren Lehrer und ich sah, wie er alleine gebetet hat und richtig am Weinen war. Ich fragte ihn, warum weinst du so viel? Er sagte, hier ist keiner außer ich und die Engel, die nur beten. Wie können wir als Muslime zulassen, dass diese Masajid leer sind? Demos sind voll. Ach, wir müssen für Palästin was machen. Erstmal, bevor du Palästin befreien willst, befrei dich vom Shaitan. Erstmal musst du dich vom Shaitan befreien. Wallahi, der ist über deinen Kopf, der Shaitan. Lass uns zu den Sahaba gehen. Esma bint Abi Bakr, die Schwester von Aisha, die Tochter von Abu Bakr. Sie wurde von ihren Enkelkindern gefragt, was machten die Sahaba, wenn sie den Koran gehört haben? Wenn der Koran gelesen worden ist, was haben sie gemacht? Was denkt ihr, was hat sie geantwortet? Sie haben gelacht. Sie waren abgelenkt mit Handys live. Sie sagte, sie weinten und weinten. Und sie bekamen Gänsehaut. Wenn Allahs Verse gelesen worden sind, sie haben geweint. Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, Abu Bakr ging zu Umar und sagte, Rasulullah hat immer eine alte Frau besucht, Ummu Ayman. Lass uns sie auch besuchen gehen. Lass uns diese Sunna weiterbeleben. Und so gingen sie nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam diese alte Frau besuchen. Sie klopften an der Tür, sie machte die Tür auf, sie sah die beiden und sie fing an direkt zu weinen, weil sie sich an den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam erinnert hat, weil Abu Bakr und Umar immer mit ihm waren. Und Abu Bakr und Umar sagten, warum weinst du? Hör auf zu weinen. Der Gesandte Allahs ist einen viel, viel besseren Ort. Und sie sagte, wehe euch. Ich weine nicht, weil ich nicht weiß, dass Rasulullah an einem besseren Ort ist. Ich weine, weil es keinen mehr gibt, der uns die Worte Allahs auf diese Dunya bringt. Hanzala, radiallahu anhum. Hanzala, bekannter Hadith von ihm. Nafaqa Hanzala. Hanzala hat Heuchlerei begangen. Dieser Mann, als er geheiratet hat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihm geholfen zu heiraten. Er hat geheiratet und er hat sich natürlich gefreut. Hat die Zeit mit seiner Frau genossen. Zu Fajr. Er geht Fajr, kommt von Fajr wieder, schläft mit seiner Frau. Beim Schlafen mit seiner Frau hört er, hey, Muslime, kommt raus. Wir müssen die Grenzen unserer Stadt beschützen. Wir müssen den Islam beschützen. Für uns heute unvorstellbar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor sowas auch bewahren. Allahumma amin. Was hat er gemacht? Er ist rausgegangen. Er ist rausgegangen und ist auch so gestorben. Als sie den Gesandten gerufen haben und der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sahabi Hanzala so gesehen hat, hat der Prophet sehr, sehr merkwürdig geschaut. Dieser Anblick war für den Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr komisch. Die Sahaba sagten, was ist los, Herr Rasulullah? Er sagte, geht nach Hause und fragt seine Frau, ob irgendetwas Merkwürdiges passiert ist. Gesagt, getan. Sie gehen nach Hause und sie fragen die Frau. Erstmal bringen sie die Botschaft, dein Mann ist gestorben. Natürlich traurig, am Weinen. Und dann sagten sie, der Gesandte Allahs hat uns geschickt, um dich zu fragen, ist irgendetwas Komisches, Merkwürdiges passiert? Irgendetwas, was nicht natürlich ist? Und sie hat beschämend gesagt, ja. Sagten, der Prophet möchte es wissen. Sagte, wir haben miteinander geschlafen und dann wurde gerufen und er ist rausgegangen, ohne sich zu waschen, ohne Rusel zu nehmen. Sie sind zu dem Propheten gegangen. Sagten, Herr Rasulullah, er hat Beischlaf gehabt mit seiner Frau, war unrein, in einem unreinen Zustand, ist rausgegangen und hat gekämpft und ist gestorben. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, deswegen also,
denn ich sah, wie die Janaza von Hamdala zwischen Himmel und Erde waren. Er schwebte in der Luft und die Engel haben mit Krügen aus Jannah seine Leiche gewaschen. Sie haben Ghusl für ihn gemacht. Sie haben ihn gewaschen. Und dann nannte man ihn immer Reza il Malaika. Derjenige, der von den Engeln gewaschen worden ist. So hat man seine Kinder dann genannt. Oh, du Sohn von demjenigen, den die Engel gewaschen haben. Warum? Warum weinten sie? Warum opferten sie? Woher dieser Iman? Weil wir wollen alle Iman. Abdelhamid, ich weiß nicht mehr weiter. Mein Iman steigt nicht. Ich will, aber ich kann nicht. Bruder, du weißt, die Dunya, die Frauen, das Geld, Spielotheken, Shisha-Bars, Fußball, Playstation. Die haben aufgeopfert, Bruder. Wallahi, die haben aufgeopfert. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Dunya. Hör ganz genau zu, mein Bruder. Wenn du endlich mal eine Verbesserung haben willst, hör zu. Allah hat die Dunya als Brücke erschaffen. Eine Brücke. Zu was? Zwischen dir und das Paradies. Oder zwischen dir und Jahannam. Die Dunya kann als Brücke dienen fürs Paradies. Oder die Dunya kann als Brücke dienen für Jahannam. Was bedeutet Brücke? Hier müssen wir erstmal wissen, was bedeutet Brücke. Eine Brücke ist, die zwei Orte verbindet. Weil dazwischen etwas ist, was dich abhält. Was ist dieses dazwischen, was dich abhält? Deine Taten. Gute Taten bringen Nur, bringen Licht. Kennt ihr Brüder, wenn ihr sie seht, du denkst, boah, diesen Mann kann ich nur lieben für Allah. Dieser Mann ist ein guter Mensch. Dieser Mann hat bestimmt nur Ibadah an Allah. Und das bringen die guten Taten mit sich. Aber machst du schlechte Taten, verschwindet der Nur Allah, Allahs. Nicht, weil der Nur Allahs schwach ist. Na'udhu billah, niemals. Sondern weil der Nur Allahs zu rein ist, um sich mit Schmutz zu vermischen. Und deine schlechten Taten sind Schmutz, Bruder. Schmutz, Schwester. Wie viele Schwestern hören wir, Abdelhamid, ich will mich bedecken, aber ich kann noch nicht. Das ist, weil du noch zu schmutzig bist. Zu viele schlechte Taten machst du. Allah gewährt dir das noch nicht. Weil du zu viele schlechte Taten machst. Abdelhamid, ich will endlich beten. Ich kann aber noch nicht. Allah hat dir das noch nicht gegeben, weil du noch zu viele schlechte Taten machst. Die Dunya ist eine Brücke für dich. Nutz sie aus. Und deswegen sagte Ibn Qayyim, rahimahullah, wenn Allah sich von dir entfernt hat, wenn Allah nichts mehr mit dir zu tun haben möchte, nimmt er dir nicht die Dunya weg. Er nimmt dir nicht dein Essen weg. Er nimmt dir nicht dein Trinken weg. Er nimmt dir nicht dein Geld weg. Sondern Allah nimmt dir das Gebet weg. Er nimmt dir das Privileg, mit ihm reden zu dürfen. Das nimmt er dir weg. Und Wallahi al-Azim, wir haben hier Geschwister heute, die schon mal 5-mal am Tag gebetet haben und dann kaputt gegangen sind, richtig? Wie war das Gefühl, als du 5-mal am Tag gebetet hast? Befreiend. Und wie fühlst du dich jetzt, wo du es verlassen hast? Hä? Und das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Und manche von euch wollen die Dunya und manche von euch wollen die Akhira. In unseren Worten, mein Diener, wenn er die Dunya haben will, ich gebe dir die Dunya. Und wenn du Akhira haben willst, ich gebe dir Akhira. Kein Problem. Aber der, der die Dunya haben will, Allah sagt daraufhin, der hat keinen Anteil an der Akhira. Und das ist Wallahi, als ich das in einem Vortrag gehört habe, es hat mich so getroffen. Wallahi, ich dachte, der redet über mich. Wir sind ja alle Jugendliche und wir können frei reden, richtig? Wenn du dich entschieden hast für die Dunya und du hast eine Freundin genommen, was passiert mit deiner Freundin? Händchen halten. Fängt an mit Händchen halten. Und dann wird es mit umarmen, dann küssen, dann ein bisschen mehr. Wo endet das? Zu Sinne. Jetzt hast du dich für die Dunya entschieden, richtig? Guck mal, was Allah macht. Du willst die Dunya, mein Diener? Ich gebe dir die Dunya, kein Problem. Du hast einmal Zina gemacht. Hat geschmeckt. Was macht Allah? Er macht dir das noch viel, viel mehr Türen offen. Auf einmal kommt die zweite, die noch schöner ist wie die erste. Zweite Mal Zina gemacht. Jetzt kommt die dritte, die ist noch besser als die zweite. Dritte Mal Zina gemacht. Dann macht dir Allah die Türen zum Geld auf. Auf einmal fährst du einen dicken Wagen, weil jetzt hat Allah sich von dir entfernt.
Khalas, er hat sich, du willst die Dunya, mein Diener, nimm die Dunya. Was macht Allah? Er öffnet dir das Geld, er öffnet dir, auf einmal bist du TikToker, auf einmal kennen dich die Leute, du fährst einen dicken Wagen, hast die hübschesten Frauen und Sünden über Sünden, Sünden über Sünden, Sünden über Sünden. Was sagt Allah im Koran? Hal jaza'ul ihsan illa ihsan. Ist die Belohnung des Guten nicht das Gute? Sheikh Ibn Uthaymeen sagt, Gegenteil, ist die Belohnung des Schlechten nicht das Schlechte? Und so hat Allah dir alles gegeben auf der Dunya. Mein Diener, du willst die Dunya? Kein Problem, nimm sie. Genieß sie, ess sie, trink sie, nimm so viel du kannst. Aber du hast keinen Anteil. Du hast keinen Anteil an der Akhir. Und so siehst du ihn. Wir reden über Allah. Wir sind auf Janaza im Balkan. Für die, die nicht aus Balkan kommen, im Balkan kennt man nur Islam in drei Situationen. Wenn einer gestorben ist, Janaza, dann kennt jeder Islam. Ja, wir müssen den Hodja rufen. Und diese Janaza haben die gemacht wie eine Hochzeit. Da gibt es Essen, Trinken, Obst. Schau mal auf eine Janaza. Da sagt er zu der Tochter. Die Tochter bringt Tee. Und er sagt, mein Kind, kannst du mir dein WLAN-Passwort geben? Auf eine Aqiqa, wenn das Kind geboren ist. Aber auch nur zum Essen und Trinken. Es interessiert sie nicht, was der Imam vorne sagt. Ob er ein Dars macht, ob er Koran liest. Es juckt sie gar nicht. Sie haben etwas genommen, was halal ist, und haben das versucht, mit Haram zu mischen. Früher hat man Musik gehört, heute hört man Nasheed. Früher hat man beleidigt, heute sagt man Subhanallah. Heute sagt man Fürchte Allah. Und wir wissen, was im Herzen. Fürchte Allah ist eigentlich für ihn eine Beleidigung. Er benutzt dieses Fürchte Allah als Beleidigung. Damals haben wir uns versammelt, um Unsinn zu machen, heute versammeln wir uns Aqiqa. Wir haben nur getauscht. Die Namen sind anders, das Benehmen ist gleich geblieben. Und das ist das, was Allah sagt. Du willst die Dunya, nimm sie. Aber nimm sie richtig dann. Dann, Bruder, sei kein Opfer. Wenn du dich entschieden hast für die Dunya, dann mach es richtig, Bruder. Dann hau richtig drauf, Bruder. Wenn du sagst, ich will nichts mit Allah und seinem Gesandten zu tun haben, auch du, Schwester, dann mach richtig. Dann verkauf dein Leben nicht für einfach. Bruder, ich bete nicht und ich mache Überstunden. Bruder, mach richtig. Dann nimm Kredite, dann geh saufen, dann mach Sinner über Sinner. Dann genieß das Leben richtig, Bruder. Weil das, was danach kommt, ist für dich nur Jahannam. Dann verkauf dein Leben nicht für wenig, dann mach richtig. Aber wenn du sagst, Abdelhamid, ich hab die Nase voll. Ich möchte nicht mehr so leben. Mir geht es nicht gut. Und lass uns ehrlich sein, Bruder, Schwester, lass uns ehrlich sein. Wer von uns geht glücklich ins Bett schlafen? Hand aufs Herz. Bruder, ich gehe im Bett schlafen, manchmal ich weine. Ein 33-jähriger Mann, Vater von zwei Kindern, ich weine. Ich mir denke, ich will so nicht mehr leben. Was ist das für ein Druck? Ja, Allah, nimm diesen Druck von mir weg. Weil die Sünden auf mir sind. Ich liebe die Sünde. Viele sagen, Abdelhamid, du bist... Bruder, ich kämpfe genau wie ihr, ja. Guck mich mal vor zwei Jahren an und guck jetzt, ich habe mich mit euch entwickelt. Ich habe mich mit euch entwickelt. Ich liebe teure Uhren, ich liebe teure Schuhe, ich liebe schöne Autos. Ich liebe das einfach. Aber ich kämpfe mit mir selber. Und ich gehe ins Bett und denke, ja Allah, bitte, 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 mein König, nimm diese Sünden von mir weg. Ich will das nicht mehr, mein König. Wie viele Verheiratete von uns gehen ihren Frauen fremd? Und dann macht er das und dann denkt er sich, warum habe ich das gemacht? Wegen was habe ich das gemacht? Mittlerweile sind wir in einer modernen Zeit, selbst verheiratete Frauen gehen ihren Männern fremd. Das ist, weil wir uns entfernt haben von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wollen mit Allah subhanahu wa ta'ala nichts mehr zu tun haben, außer es nützt uns. Außer es nützt uns. Und das ist das Problem. Damit wir das beenden. Eins war der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf seinem Minbar. Genau so, er war auf seinem Minbar. Und die Sahaba sagten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat angefangen zu reden und es schien uns so, als würde sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam verabschieden wollen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, jedem, den ich Unrecht angetan habe, jedem, den ich irgendetwas weggenommen habe, wehgetan habe oder etwas Schlimmes gesagt habe oder vielleicht nur ein Blick, weil manchmal guckt man auch komisch, der soll jetzt nach vorne kommen und sein Recht von mir holen. Die Sahaba gucken. Und die Sahaba, die großen Sahaba, fingen an zu weinen.
weil sie, hä, warum redet der Prophet so? Es hört sich so an, als ob er sich von uns verabschieden wollte. Ich meine, Abdullah ibn Mas'ud, er sagte, ich konnte nicht mehr verweinen, ich senkte meinen Blick. Und dann sagte der Prophet, wen habe ich Unrecht getan? Ihr müsst euch das so vorstellen. Rasulullah ist auf der Minbar, die Sahaba sitzen, sie hören zu. Was haben wir gesagt? Sie weinten. Wenn der Prophet geredet hat, sie haben ihre Blicke gesenkt und haben geweint. Und er sagte, wenn ich jemandem Unrecht getan habe, der soll nach vorne kommen. Einer zeigt auf. Er sagte, mir hast du Unrecht getan, ja Rasulullah. Die Sahaba gucken. Omar will sein Schwert ziehen. Was redest du da? Omar steht auf und sagt, setz dich mal wieder hin, was machst du da? Und Rasulullah sagt, nein, ja Omar, lass ihn nach vorne kommen. Er kommt nach vorne zum Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, was habe ich dir angetan? Er sagt, ja Rasulullah, wir waren einmal im Krieg. Und du hattest ja so einen kleinen Stock. Und mit diesem kleinen Stock hast du die Reihen gerade gemacht. Und einmal hast du mich richtig feste gehauen. Und es tat mir richtig weh. Heute will ich mein Recht zurückhaben, ja Rasulullah. Und die Sahaba sind geschockt. Die Sahaba sind geschockt und denken sich, was redet er da? Was macht er da? Und Rasulullah sagt, heute sollst du dein Recht bekommen. Bring mir diesen Stock. Sie bringen ihn in diesen Stock. Er sagt, hier, nimm diesen Stock. Und die Sahaba sagen, der ist durch. Der ist verrückt geworden. Omar will ihn umbringen. Und er sagt, nein, ja Rasulullah, als du mich gehauen hast, hast du mich auf nackte Haut gehauen. Du hast mich auf nackte Haut gehauen, nicht auf Klamotten. Der Prophet guckt ihn an und sagt, du, Wallahi, ich habe für dich immer nur Dua gemacht, dass du ins Paradies kommst. Der Prophet war selber verwundert. Er sagt, ja Rasulullah, du hast gesagt, ich will mein Recht. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Gewand hochgemacht und sagte, hier hau mich, und hat sich umgedreht. Auf nackter Haut. Hat so hochgezogen und sagt, hier hau mich. Und der Sahaba nimmt und will hauen, lässt er diesen Stock fallen, nimmt und küsst die Haut und umarmt die Haut des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Nimmt ihn und küsst ihn und umarmt ihn und sagt, ja Rasulullah, ich habe das Gefühl, du willst uns verlassen. Ich wollte noch einmal deine Haut riechen und umarmen und küssen. Und das, liebe Geschwister, ist heute genauso. Wallahi, wenn du mich fragst, Abdulhamid, bist du bereit zu sterben? Nein. Aber ich kann es kaum abwarten, mich mit Allah zu treffen. Ich weiß, ich werde mich mit Allah treffen. Das Treffen mit Allah ist unvermeidbar. Mach, dreh, tu, wie du willst, Bruder. Fahr den dicksten Wagen. Auch diesen Wagen wird hier bleiben und du wirst unter der Erde gehen und du wirst dich mit Allah treffen. Und dann werde ich mich erstmal ausheulen bei Allah und werde sagen, ja Allah, Wallahi, die Dunya war schwer. Weil als Prediger ist es sehr, sehr schwierig, in diesem Land zu leben. Glaub mir. Nur weil wir nicht alles öffentlich machen. Glaub mir, viel Kopfschmerzen. Ich würde sagen, ja Allah, die Dunya war schwer, aber jetzt, wo ich dich gesehen habe, khalas, mach mit mir, was du willst. Wenn Allah dann barmherzig mit mir war, Wallahi, Wallahi. Möge Allah uns diesen Tag ermöglichen. Ich freue mich, meinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu sehen. Und nur zu sehen, den einfach nur zu umarmen und zu küssen. Und sagen, ja Rasulullah, danke für alles, was du für uns getan hast. Wallahi, du warst ein Licht in dieser Dunkelheit für uns. All diese Nasiha, die du gegeben hast, all diese Zähne, die du verloren hast, ich weiß sie zu schätzen, ja Rasulullah. Wallahi, manchmal auf der Dunya, ich war ein Hund, müssen wir sagen in unserer Sprache. Manchmal, ich war richtig ekelhaft. Aber ja Rasulullah, Allah wusste es am besten, ich liebe dich. Und dann will ich ihn umarmen und dann will ich für immer mit ihm zusammen sein. Möge Allah uns diesen Tag ermöglichen. Amen. Möge Allah uns diesen Tag ermöglichen. Amen. Möge Allah uns besser machen. Amen. Möge Allah uns die Sunna tragen lassen, mit Amen. Ehre, Bruder. Ei. Du bist ein Muslim, Allah hat dir das Beste gegeben auf dieser Dunya. Es gibt nichts Besseres auf dieser Dunya. Die schönste Frau, die Allah erschaffen hat. Der Islam ist besser. Mein Bruder, wenn du Probleme hast mit der Dunya, du kannst die Dunya nicht klären mit Dunya. Wir haben alle Geldsorgen, wir haben alle Liebesprobleme, wir haben alle Eheprobleme, wir haben alle Familienprobleme. Aber du kannst die Probleme der Dunya nicht mit Dunya klären. Du kannst nicht auf Geldprobleme mit Geld zahlen. Das geht nicht, du hast kein Geld. Du kannst Probleme von der Dunya nur mit Allah klären. Deswegen hat er sie doch da gelassen. Damit du zurückkommst und sagst, okay, mein Diener, geh beiseite, ich kläre das. Und wenn du Probleme mit Allah hast,
dann gib ihm die Dunya. Wenn du Probleme hast mit Allah, gib ihm die Dunya. Wir können auch ohne diese Dunya, mein Bruder. Ach, wie viele sind wir hier? Ich bin als Asylant groß geworden. Ich habe Klamotten vom Rote Kreuz getragen. Miskina, meine Mutter, möge Allah ihr Firdaus geben. Ich habe Mama gesagt, ich will damals so Nike-Schuhe haben, diese Cortez. Die etwas Älteren kennen sie. Was haben die gemacht? Die haben Schuhe von Deichmann gekauft. Da hat meine Mutter von einem schwarzen T-Shirt Nike-Zeichen ausgeschnitten und hat mir das auf meine Schuhe dran geklebt und dann dran genäht. Und ich bin dann zur Schule gegangen und haben die gesagt, das ist gefälscht. Dann habe ich jeden geschlagen, der gesagt hat, die sind gefälscht. Ich habe gesagt, das ist original. Alhamdulillah, wir sind groß geworden. Alhamdulillah, wir haben gegessen. Diese Bohnen. Aber es war gut. Alhamdulillah, wir sind groß geworden. Alhamdulillah, wir waren dankbarer gegenüber Allah. Und eine letzte Nasiha. Liebe Geschwister, fürchtet Allah. Fürchtet Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wird Yawm al-Qiyamah stolz sein auf uns. Wenn er aufsteht und dann guckt und sagt, Jibril, wer sind die? Dann wird er sagen, ja Rasulullah, das ist deine Umma. Sagt so viele. Ja, das ist deine Umma. Verhalt dich so. Trag diesen Dien mit Stolz, mit erhobenem Kopf, Bruder, mit breiten Schultern. Keiner kann dir was, Bruder. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, würden die ganzen Djinn, die es gibt, die es je gegeben hat, die ganzen Menschen, die es je gegeben hat und geben wird, würden sie sich alle versammeln und sie wollen dir was antun, sie werden es nicht können, außer Allah hat das erlaubt. Und mein Bruder oder meine Schwester, wenn Allah die Geldprobleme herabgesandt hat, und es wird es, Allah sagt das im Koran, أَحَسِبَ النَّاسُ أَيْ يُتْرَكُوا أَيْ يَقُولُوا آمَنَ بِاللَّهِ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Glauben sie denn etwa, dass sie nicht geprüft werden, nur weil sie sagen, wir glauben an Allah? Du wirst 100% Geldprobleme haben, 100%. Trag es mit Stolz, Bruder. Ist alles in Ordnung. Du weißt, es kommt von Allah. Allah hat nur gesagt, heute du. Du noch nicht, du morgen. So funktioniert das. Trag es mit Stolz. Du hast Eheprobleme. Zieh dich zurück zu Allah. Allah hat gesagt, heute hast du Eheprobleme. Es ist nur passiert, weil Allah es wollte. Fürchte Allah so viel du kannst. Und damit wir noch abschließen, dann glaube ich, beten wir. Beten wir und dann, oder wir können ja, ist ja auch Sunnah ein bisschen zu ziehen. Und dann machen wir ein paar Fragen und dann haben wir das. Ich möchte euch was mitgeben. Und ja, nee, verzeiht, ich weiß, es ist arm. Aber wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Möge Allah uns spätestens in Jannah wieder vereinen. Amen. Gestern ist etwas passiert. Was ist passiert? Das ist so, subhanallah, immer wenn man denkt, jetzt habe ich alles hinter mir, lässt Allah was Neues machen. Die etwas Älteren werden bestimmt lachen, weil sie das durchgemacht haben. Ich habe 2 Kinder, 10 und 7 Jahre, eine Tochter, einen Sohn. Möge Allah sie segnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mir ermöglichen, dass ein Tag mein Sohn hier redet, ich da sitze und ihm weinen zugucken kann. Allahumma amin. Gab es ein Problem. Was hat der kleine Spinner gemacht? Der ist Fortnite-Fanatiker. Der liebt Fortnite, Bruder. Ich war einmal in Medina und als ich von Medina wiederkam, habe ich die Kreditkartenabrechnung gesehen, 800 Euro. Warum? Weil PayPal war verknüpft mit PlayStation. Und der hat mir das noch jeden Tag gesagt, Papa, ich habe neue Auto in GTA. Papa, ich habe neue Skin in Fortnite. Ich so, bravo, Baba, sehr gut. Als ich kam, 800 Euro, denke ich mir, subhanallah, was ist da passiert? Jetzt weiß ich warum, so viel. Was hat er gemacht? Er hat uns angelogen, mich und seine Mutter. Viel Schwachsinn. Der sollte eine neue Boxershorts, glaube ich, anziehen. Und der wollte nicht, der wollte weiterspielen. Jetzt, wenn der Boxershorts aussieht, anzieht, 15 Minuten zu lange, hat er gesagt, ich habe schon angezogen. Und dann sagte meine Frau, wo hast du angezogen? Bist du sicher? Meinte, ja, ich habe angezogen. Meinte, Wallah? Meinte, Wallah. Sieht ja, passiert, ist gut. Manchmal müssen Probleme passieren, damit du sie klären kannst. Und dann hat meine Frau mich angeguckt, meinte, dein Sohn hat gelogen. So, bist du sicher? Meinte, ja. Der hat gesagt, der hat die 2-mal. Meinte, ich habe ihm die doch gekauft, der hat die nur 1-mal. Gelbe Pikachu-Boxerschatz. Gelbe Pikachu-Boxerschatz. Er sagt, Baba, komm mal her. Habe ich mit ihm geredet? Habe ich natürlich mit ihnen streng geredet. Ich sage, Baba, hast du gelogen? Nein. Lüg mich nicht an, ich weiß, wenn du lügst. Und dann wurde er ernster. Er hat verstanden, jetzt ist die Sache ernst. Dann habe ich gesagt, liebst du Allah nicht? Wie kannst du deine Eltern anlügen? Liebst du Allah nicht, dass du seinen Namen als Spielzeug nimmst? Ich habe ihn richtig angeschrien und angemacht und getadelt. Und dann wurden auf einmal seine Augen rot. Und seine Lippen waren zittern.
Ich habe ihn angeguckt. Vaterherz, mein Baby. Anguckt und meine Frau sagt, werd nicht schwach, werd nicht schwach. Ich gucke und sage, wieso machst du das und dies? Und der war so, ich so, wein nicht, du darfst nicht weinen und so. Aber dann am Ende, ich konnte das nicht lange aushalten. Ich habe gesagt, Baba, komm mal her. Machst du das noch einmal? Er sagte, nein, Baba, wallahi, nie wieder lüge ich dich. Und dann habe ich gesagt, willst du ein bisschen weinen? Dann hat er gesagt, ja. Dann ist er zu mir gekommen und hat mich umarmt. Warum erwähne ich das? Wallahi, diese Situation hat mich zwischen dem Diener und Allah erinnert. Wie oft lügen wir? Wie oft haben wir Allah enttäuscht? Wie oft haben wir gesagt, Wallahi, und wir haben gelogen? Und was macht Allah? Er tadelt dich. Er macht dein Leben schwer. Strafe auf Strafe, Strafe auf Strafe. Und du guckst und du willst weinen. Aber weil Allah dich liebt, mein Bruder, Allah liebt dich, nimmt er dich immer wieder an. Egal wie viele Schritte du zurückgehst von Allah. Eine Sünde, ein Schritt zurück. Zwei Sünden, zwei Schritte zurück. Drei, vier, fünf, sechs. Du bist bei 900 Schritten. Du bist bei 999 Schritte weg. Du bist kaputt, du willst nur noch weinen. Was macht Allah? Nur ein Schritt nach vorne. Nur ein Schritt wieder zu Allah. Allah hat alles gelöscht von dir und hat dich angenommen, weil er dich liebt. Möge Allah uns lieben. Möge Allah unsere Reue annehmen. Heute ist ein Tag der Reue. Keiner soll aus dieser Masjid rausgehen. Keiner soll aus dieser Masjid rausgehen und sagen, ja, war schön, aber jetzt geht das Leben weiter. Jeder, der hier rausgeht, soll heute, jetzt, in diesem Moment in sich sagen, mein Herr, ab heute bin ich nur noch ein Diener Allahs. Mit Kopf durch die Wand, egal was passiert, heute, ab heute bin ich nur noch ein Abdallah. Nur für dich. Von Allah, für Allah, zu Allah. Bis zum Tod. Und damit wir das Ganze beenden, liebe Geschwister, wir sind die Sahaba der heutigen Zeit, richtig? Wenn wir diesen Islam nicht tragen, wer trägt ihn? Keiner. Siehst du doch. Heute die Muslime werden von jedem angefeindet. Aber wir tragen diesen Dien mit Stolz. Und wenn die Masajid Allahs, die Moscheen Allahs, Hilfe brauchen, Bruder, kein Problem. Wir sind da wie Männer, wir tragen das. Wir machen das. Warum? Wir sind Männer. Wie Abu Bakr. Er hat alles gebracht. Abu Bakr, was hast du zu Hause gelassen? Allah und sein Gesandten, das reicht. Omar sagte, als ich wusste, Omar hat die Hälfte von seinem ganzen Besitz gebracht. Alles, was er besitzt zu Hause, die Hälfte genommen. Und er sagte, als der Prophet gefragt hat, was habt ihr zu Hause gelassen, wusste ich, ich habe verloren gegen Abu Bakr. Weil wenn ich die Hälfte gebracht habe, muss er mehr gebracht haben. Und diese Masjid heute braucht Hilfe von uns. Sie müssen Sachen bezahlen, sie müssen Sachen kaufen, sie müssen Sachen tragen. Deswegen werden wir heute von uns geben, weil Allah uns viel gegeben hat. Und wir geben zurück. Man ذَا الَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Und wer ist von euch derjenige, der Allah einen guten Kredit gibt? Subhanallah. Ein gutes Darlehen gibt. Allah braucht kein Darlehen von uns. Wir schenken es. Deswegen werden die Geschwister von der Moschee jetzt einmal durchgehen, eine Spende sammeln für die Moschee und ihre Kosten. Möge Allah dies von uns annehmen und möge Allah uns gut und besser machen.